looking sexy, baby. One finger down your back. You got that deviant smile. Don't need to walk with my mind back. Fuck this darn new girl. Your eyes are shaking my body. Don't touch me with my mind. Let's not talk about it.
driving in the rain. Kiss and rip and boom. It all just looks the same. The rain just keeps falling. No, I find my way back to the sun. This time I got his car. No!
Guys, thank you for sticking around. Vielen Dank. We are Losing Gravity. Check us out, YouTube, Spotify, Apple Music. Thank you, good night. In die Kamera, ja? Alles klar. So, Ladies and Gentlemen, willkommen hier im dritten Teil der fünften Newcomer TV-Nacht aus der Portstraße Jugend und Musik und Kultur. Ich bin schon ganz durcheinander hier, lauter verwirrte Situationen, aber das ist live, also live hier aus der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Eine Aufzeichnung von drei Bands insgesamt und jetzt kommen wir zu einer Band, die wir eigentlich schon mal veranstalten wollten, aber wie das so ist in diesen Zeiten, Corona-technisch und so überhaupt, also man wird auch anders krank als jetzt Corona, aber jedenfalls ist das Konzert wegen Krankheit damals ausgefallen, aber jetzt haben wir sie endlich hier, Losing Gravity, und ich habe hier den Max und den Chase von Losing Gravity im Interview. Wie geht's euch? Hi. Hallo. Ja, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Bock, heute zu rocken? Oh, ja, wir sind alles gesund, ja? Ja. Das ist, was wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Und ihr wolltet letztes Jahr, 2020, auf Tour gehen mit eurem aktuellen Album. Und das ist ja alles komplett ins Wasser gefallen. Wie war das für euch? Wo fängt man da an? Ja. Also so ein Schuss von 0, nee, von 100 auf 0. Ja. Also wir waren im Prinzip fertig. Wir hatten CDs gedruckt. Die Tour war geplant. Und im Prinzip kam dieser Lockdown am Tag, wo wir im Prinzip anfangen wollten mit der Tour. Genau. Tag vorher noch März. Getroffen. Genau. Im März war der Bauer. 12. oder der 13. März? Ich glaube, der 12. war. März war es, ne? Der hat mir in Kaiserslautern gespielt. In diesem Sinne auch liebe Grüße nach Kaiserslautern. Und dann wurde der runtergebremst. Genau. Ihr kommt alle aus Frankfurt, bis auf du, Chase. Du bist Texaner und bist hierher gezogen wegen der Band. Ja, ich und Lukas. Lukas auch. Ich komme aus Texas. Yeah. Ich bin seit 4 oder 5 Jahre hier. So, mein Deutsch ist nicht so gut. Doch, aber ich verstehe dich sehr gut. Ja, und du hast sozusagen deine Musik, Southern Rock, mit nach Frankfurt gebracht und hast hier Jungs gefunden, die das mit dir richtig rocken. Ja, genau. Ich bringe diese Southern Rock, ein bisschen Country Gefühl. Das Gefühl, ja. Ja, und dann natürlich haben wir hier Rockers in Frankfurt, ja. Auf jeden Fall. Ja. Habt ihr, also arbeitet ihr zurzeit regelmäßig an Sachen oder ist das Proben immer noch schwer für euch? Also könnt ihr euch mittlerweile wenigstens wieder physisch treffen und arbeiten? Gott sei Dank, ja. Also das war auch was extrem gefehlt hat in der Zeit. Wirklich so dieses Bandgefüge, weil man ist ja doch mittlerweile eine kleine Familie geworden. Ja. Ja, es hat wahnsinnig gefehlt. Jetzt mittlerweile haben wir die Möglichkeit, wieder mehr zu arbeiten, auch sehr intensiv. Und in nicht allzu ferner Zukunft kann man da auch wieder mehr neue Sachen hören. Wie ist das für euch? Habt ihr eine Plattenfirma? Habt ihr eine Booking-Agentur oder macht ihr alles selber? Wir haben ein Management. Ihr habt ein Management. Seit letztem Jahr, genau. Sind wir auch sehr happy mit. Hatten gestern Abend ein sehr, sehr produktives Gespräch, auch um wieder mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja, und das heißt, es geht bei euch auch wieder los. Es gibt Gigs, die man natürlich auf eurer Seite sehen kann, wenn ihr irgendwo spielt. Wo sind die nächsten Gigs geplant oder ist da noch nichts spruchreif? Wir hoffen, dass es klappt. Ich meine, wir stehen eventuell wieder vor einem Lockdown, wissen es natürlich noch nicht. Aber ab Oktober wird es eigentlich wieder losgehen. Der erste offizielle wäre in Duchroth, Bad Kreuznach, Mainz die Ecke. Und dann hoffentlich ein bisschen verteilt durch Deutschland. Ich habe das vorhin ja auch schon den Bernd gefragt, weil die Problematik ist ja im Augenblick in den Clubs viele, taktieren mit der 2G-Regelung, also dass die
nur noch Geimpfte und Genesene reinkommen in die Konzerte. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, was wäre die richtige Strategie? Oder sagt ihr, wir sind keine Wissenschaftler und können da eigentlich gar nichts zu sagen? Das ist schwer zu sagen, ja. Aber wir müssen alles wissen, dass wir müssen bleiben gesund, wenn wir zusammenkommen. Das ist was Wichtiges. Das ist das Wichtigste. Ja. Also, dass wir geschützt sind. Deswegen könnten ja eigentlich getestete Leute auch in die Konzerte weiterkommen. Also müsste ja nicht jetzt eine sogenannte Zweiklassengesellschaft irgendwie produzieren mit nur Geimpften oder Genesenen. Genau. Theoretisch. Wichtig ist, dass gesund bleiben. Ja. Auf welchem Wege das jetzt passiert, ich denke mal, dann muss man Entscheidungen treffen, auf jeden Fall. Aber ich denke, die meisten Deutschen sind alt genug, das zu entscheiden. Das ist für die Regierung, ja. Ja, genau. Da sind wir. Genau, sind apropos Regierung, am 26. September sind Wahlen. Darfst du wählen? Bist du zwei Staaten, also Amerikaner und Deutscher, oder bist du nur Amerikaner und darfst gar nicht wählen? Also wie ist das bei dir, Chase? Sorry, ich habe nicht alles verstanden. Übersetz es ihm mal. In Deutschland nicht. Okay. Ja, noch nicht. Und wie ist das für euch als Band? Macht ihr euch politisch bewerkbar? Sagt ihr euren Fans, ey, geht zum Wahlen, wir müssen was verändern und nur durch die Wahlen kann man was verändern als Mensch, als Bundesbürger hier in Deutschland? Wie ist das für euch oder haltet ihr euch da komplett raus? Ja, wir probieren zu rausmachen. Ja. Wir machen Spaß für die Leute. Das ist unsere Arbeit. Ja, also und so alles, das vergessen. Das Politische ist nicht das, was wir wollen. Wir sind du musst ins Mikro. Sorry. Das Politische ist nicht das, was wir wollen. Wir sind eine Band, die Spaß machen soll. Wir wollen Leute mal vom Alltag ablenken und einfach mal für 1-2 Stunden wirklich den Alltag vergessen lassen und rocken. Das ist...